Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Sondermeldung. Es hat nicht gereicht. Die Stunden sind verronnen. Die Diamanten waren zu wenig. Ich konnte das Event nicht abschließen. Ach doch, doch, konnte ich. Das war nur ein Witz. Die Aufnahme mache ich jetzt auch später. Man sieht, ich habe schon ganz gut Diamanten wieder gefarmt. Aber das soll ja jetzt nicht das Thema sein. Wir haben ja das Programm unterbrochen für eine wichtige Sondermeldung. Und zwar ist es so, das Name-Event hat mir ja ordentlich Stress gemacht, weil ich so wenig Zeit hatte und das während der Arbeitszeit. Und dann kam der letzte Tag, an dem das noch lief. Und ich hatte noch 2 oder 3 Aufgaben. Und setze mich morgens vor der Arbeit direkt am Aufstehen hin, um die nächste Aufgabe anzugehen. Und dann war das Headset kaputt. Also das Mikro hat gestreikt. Ja, das bedeutet, ich muss mir ein neues Mikro bestellen, ein neues Headset. Aber das würde natürlich nicht bei mir ankommen, bevor das... Also es würde nicht so bei mir ankommen, dass ich das Event noch rechtzeitig beenden würde. Selbst wenn ich direkt nach der Arbeit hier ins nächsten Mediamarkt oder so laufen würde, hätte ich dann einfach nicht mehr genug Zeit. Ich musste eine Aufnahme machen. Morgens um 6. Habe ich dann auch gemacht. Ohne Ton halt. Ich habe einfach nur aufgenommen. Daher werden die letzten Parts von diesem zeitlebigen Event jetzt nachvertont. Und danach kam natürlich auch für alles, was danach kommt, das neue Headset. Ironischerweise ist es gestern bei dem neuen Headset genau dasselbe passiert. Ich wollte eigentlich mit Kano Terraforming Mars spielen und konnte ja mit ihm dann nicht reden. Und ich habe einfach nur so aus Spaß das andere Headset mal wieder genommen. Das funktioniert jetzt plötzlich wieder. Naja, solange eins davon immer funktioniert, will ich ja zufrieden sein. Ich wollte jetzt kein drittes bestellen. So, und dann schauen wir doch mal, ob die Spendengala ein Erfolg wird oder nicht. Hallo Leute, Diego und ich haben euch hergerufen, um die Spendengala und den Drachen-Dreikampf vorzubereiten. Mit eurer Hilfe wird diese Spendengala einfach monumental, überwältigend, umwerfend. Das wird die beste Spendengala, die Hogwarts je gesehen hat. Dafür werden wir sorgen. Das sind ja ganz schön hohe Erwartungen. Das stimmt. Aber wenn wir uns anstrengen, werden wir sie erfüllen. Dir fehlt eine positive Einstellung, Jay. Wenn du an dich glaubst, kannst du alles schaffen. Glaube es mir. Diego Kaplan. Okay, dann wollen wir mal. Womit sollen wir anfangen? Ich dachte mir, wir können uns die Arbeit aufteilen. Tonks und Jay können das Event für Verteidigung gegen die dunklen Künste verbrennen. Findest du es seltsam, dass ich mich darauf freue, mit verfluchten Gegenständen zu arbeiten? Nicht, wenn du gerne gefährlich lebst. André, kannst du bitte nachsehen, ob die Quidditch-Ringe in gutem Zustand für unser Wettfling sind? Schon dabei. Ich werde sicherstellen, dass sie tippitoppi sind und glänzen. Dann sind nur noch Diego und ich übrig. Wir werden uns um das Duellier-Event kümmern und sicherstellen, dass nichts kaputt gehen kann. Fantastisch! Das wird die sicherste Duellarena, die Hogwarts je gesehen hat! Falls jemand Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid. Aber wenn soweit alles klar ist, dann lasst uns die Spendengala vorbereiten. Nur gut, dass diese Ringe ausgetauscht wurden. Die alten Ringe waren lebensgefährlich. Diego, findest du, dass das hier sicher aussieht? Lass uns das lieber da drüben hinstellen. Das wird die beste Spendengala auf dieser Seite des Atlantiks. Deine Hilfe wird benötigt, Cody. Bin schon da. Danke, dass du uns diese Gegenstände besorgt hast, Jay. Wir werden im Handumdrehen die Statue ausgetauscht haben. Diese Ringe hier können doch etwas Politur gebrauchen, oder? Was meint ihr? Ich freue mich schon darauf, diese Gegenstände zu verkaufen, nachdem sie nicht mehr verflucht sind. Ich gebe mir gerade die allergrößte Mühe, nichts kaputt zu machen. Alle Events für den Drachen-Dreikampf sind vorbereitet. Es freut mich sehr, dass wir das geschafft haben. Und sogar noch besser als Gregor Kaplan es sich vorgestellt hatte. Wir haben einen wahren Schatz zusammengestellt. Ich bin nur froh, dass ich mich beim Umgang mit diesen verfluchten Gegenständen nicht selbst verflucht habe. Das wäre bedauerlich gewesen. Aber gleichzeitig auch ziemlich komisch. Ich hoffe nur, dass den Leuten die Events gefallen, die wir vorbereitet haben. Die Leute werden sie lieben. Du hast recht, André, das wären sie. Nachdem wir mit den Vorbereitungen fertig sind, habe ich eine Frage. Auf welche Ereignisse freust du dich am meisten, Cody? Duelle? Das Fliegen oder Flüche brechen? Ich freue mich besonders auf das Feldfliegen. Es ist einfach total befreiend, auf einem Besen zu reiten. Gut gesagt, nichts geht über einen rasanten Ritt. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich freue mich auf alles. Gesprochen wird ein wahres Mitglied des Drachenclubs. Wir lassen uns von der Abenteuerlust leiten. Ein wahres Mitglied des Drachenclubs? Moment mal, wo ist Quenneck? Ich habe sie nicht mehr gesehen, seitdem ich zum letzten Mal hier war.
Ich habe sie zuletzt gesehen, als wir in den Trapezen unseren Plan ausgetüffelt haben. Beim Bade des Merlin. Wir müssen sie finden. Ohne sie können wir die Spendengala vergessen. Ich werde zuerst in den Trapezen nachsehen, nachdem wir sie zuletzt dort gesehen haben. Die Spendengala war ihre Idee und Mitglieder des Sonnenclubs halten zusammen.